Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Scheiße drin. Hallo. Vielen Dank, Weidel, du Riesenmongo. Bitteschön, du Spastiker. Nein, wir haben nichts gegen behinderte Menschen, also ich zumindest nicht. Ich habe was gegen dich. Aha, ich bin aber eigentlich kein behinderter Mensch. Ja, heult noch rum, ey. Oh, warte nur, die kriege ich da vorne. Ich wollte dir nur so nebenbei sagen, du hast ja keine Medizin mehr, ne? Ja, das Die weiß hast du ich. ja vor uns schon mal aufgebraucht. Weiß ich irgendwie selber, aber ich versuche jetzt irgendwie hier ins Lager zu flüchten. Da vorne steht einer, da steht einer. Blink, bloing. Und einfach mal drauf lossäppeln. Einfach mal drauf losrennen, mal ins Lager rein, mal speichern, mal schlafen. Haben wir schon lange nicht mehr. Ein Glück. Siehst du, wie einfach das ist, das Weidel? Wenn man es mal, dass man da einfach durchrennen kann. Geronimo machen. Und natürlich, jetzt ist es wieder dunkel Du hier im mich Wald. lieber kloppen. Ist mir schon klar. So, das Haussymbol, das kommt immer näher und ich finde das so geil, ich kann es euch sagen. Koffer! Ich will keinen fucking Stein, Mann! So. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist stark, was sagt der Pedometer? Minus Das 15 klingt ja Grad. so scheiße, Mann. Und da ist auch ein Lurchi. Wenn ich ihn sehen würde. Da, da. Lurch! Bleib doch mal stehen, bleib doch mal stehen, bleib doch mal stehen, bleib doch mal. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Mit wem redest du? Mit dem Lurch! Achso. Ja, dann halt nicht. Oh Mann, in welche Scheiße uns der Weidel da wieder geritten hat, ey. Keine Energie, Hunger haben wir. Ah, okay, was zu fressen im Inventar ist schon da, aber. Keine Rüstung. Genau so, wie ich das immer von dir übergeben krieg. So, also. Ich heule rum. Siehste? Siehste? Also. Kenn dich. Jetzt, wie ich mich erinnere, hat man ja hier und hier noch was. Ja? Jetzt können wir ja craften und wenigstens haben wir dann wieder volle Energie. Volles Life. Und wieder mal. Ja, toll. Was jetzt? Hörst du sie? Ja. Ich höre sie da schmatzen. Ah, was denn? So. Ne, 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 ne. Weißt du was? Leck mich. Hallo, ist da jemand? Jemand zu Hause? Schau Ja, mal. sie sind am Kaffee kochen, musst du das? Ja. Schau mal, der ist auch hier ein bisschen verbrannt. Ja. Und wir sehen es ja. Du findest ihn jedes Mal selber am Lagerfeuer. Ja, ist okay jetzt. Alter. Weißt du, lässt du mich hier so in der Scheiße sitzen, oder? Und dann sollte ich hier auch noch da so ordentlich was rausmachen. Oder? Nee, nee, geht ja gar nicht, ey. Scheiße, Mann. So, wir sind gleich bei der. Also, ja, naja, zu Hause. Weniger Fluchen mehr machen? So. Aber die zählen nie, ne? Beim Zerhacken. Doch. Nein. Wenn du sie nicht zerhackst. Nein, also Tote zerhacken, das zählt nie als Hit, ne? Ah.
Aber ich glaube, ich bin heute relativ. Warte nur. Ich glaube, ich kau in der Folge auch noch was raus, du. Ich sag's dir nur. Ich brauch nur volle Rüstung, volle Energie, was zu essen. Ja, und dann ist wieder alles leer, wenn ich dann wieder auf Hand bin. Ja, Rache ist süß, das weißt du. Ja, ich krieg's ja immer so von dir. Ja, immer was immer. Ständig. Was ständig? Nie! Weißt du was, du hast mich da in der Höhle, da sitzen gelassen, du hast mich da, hier zum Wasser sitzen lassen. Weißt du was, das mache ich eigentlich auch. Mach dich gefasst, Weidel, auf die nächste Folge, du wirst ziemlich im Arsch sein. Das ist mein Spannungsbogen. Ja, ich gebe dir dann gleich eins an deinen Spannungsbogen. Ja. So, was gefratzt haben wir. Speichern. Und dann schlafen. Und es ist morgen. Und wir müssen Lurche haben. Wir müssen dringend Lurche haben. Damit ich da auch mal was reißen kann hier. So, also. Lurch. Los Lurchos. Hä? Hey. Was sind das für Pflanzen hier? Keine Ahnung. So, also ein Unterwasserhaus haben wir gebaut. Wir haben die ganze Arena umzäunt. Wir haben eine riesige Festung gebaut. Leider den Speicherstand jetzt verloren, aber. Komm her. Eben, Lurche brauchen wir. Ja, Hasen sind auch okay. Das war doch gut. Ja. Hast du nicht gekickt, was du wolltest? Aber da liegt noch Medizin bei dir. Ja. Ich sag's nur, dass du vorbeiläufst. Also du hättest vielleicht das selber gesehen, aber ich wollte es lieber noch sehen. Ja, ich hab's auch selber gesehen. So, also. Bisschen auf Vorratsuche gehen. Ja, aber du weißt ja, das 5 Augen mehr sehen als 3. Ja. Du hast mal davon geredet, dass du mit 3 Augen am Arbeiten bist. Mit 3 Augen was am Arbeiten? Ja. Wie soll denn das gehen? Ja, du hast das letzte Mal bei einer Aufnahmesession gesagt, du bist mit einem Auge auf. Ja, Mann! Irgendwas am Machen? Ah, ich glaube an der Map oder so warst du da. Mit einem Auge spielst du dein Spiel und mit einem Auge bist du bei mir am Restaurant und schaust aufs Spiel. Blinkloing! Das davon. Blink, halt jetzt die Klappe, halt jetzt die Klappe! Funktioniert hat, halt jetzt die Klappe! Was ist denn los? Ja, das ist los! Die Eingeborenen sind los. Warum stellst du dich 3? Weil ich dachte, das wäre einer und jetzt sind es irgendwie. Ja, ein paar mehr. Also ich habe vor 5 Minuten schon gesehen, dass. Jetzt sind es 4. Dass sie zu dritt sind. Vor 5 Minuten waren wir noch nicht mal in der Aufnahme drin. Du Hoshi, sag du. Doch? Nee. Um mir eine rauszupicken hier. Weißt du was? Ja, Blink Blowing. Nochmal Blink Blowing. Ja, ich hab's denn jetzt mal genug gehört, ihr scheiß Homo-Wichser, ihr Dreck-Misskerle, ihr Homos, ihr scheiß Pisser. So, wo ist die andere? Zerhacken. Mach ihn mal kaputt. So, da. Da ist noch einer. Das ist sie. Der Titten, das ist sie. Siehst du das ohne Rüstung? Na? Ja, wo sind die anderen? Kommt her. Sind die hin? Ja, jetzt wo ich sie will, sind sie nicht mehr da, hä? Ist doch immer so.
Du machst die Witze ja schon selber. Da brauche ich ja nichts mehr machen. Ja, was denn? Ja, immer wenn du willst, sind sie weg. Ja, eben. Und jetzt? Muss ja nicht immer zweideutig denken. Deswegen kommst du ja auch nie zum Schuss. Oh. Fick dich ins Knie, Weidel, du bist so ein Arschloch. Ich glaube, mir wäre schon längst der Schwanz abgefallen, wenn ich so wenig vögeln würde wie du. Na, jetzt sagst du nichts mehr, ja? Ja, siehst du, ja? Ja, jetzt habe ich dich verstummt. Jetzt habe ich dich ganz beleidigt. Ja, ja. Ich, Johnny schon weiß. Was, die hellblauen, die sind gut, ja? Was hast du gesagt? Ich war gerade in der Küche. Ich habe es nie gehört. Ja, du, nee. Du hast mich ziemlich gut verstanden. Nein, ich war gerade in der Küche. Ich habe einen Kaffee geholt. Ich brauche Lurche. Ich brauche Lurche. Du brauchst wieder ein Lurch. Ja. Paar Lurche. Ah, Gangbang-Party. Fick dich doch! Hier im Spiel drin, du Hoshi! Ja? Schlamm. Da. Ich hab's doch gesagt. Das sind ein paar. Ja. Hallo. Der mag dich nie. Nee. Der will mich nicht. Komm hier. Komm, ich zeig dir meinen Lurch. Hey! Da würde ich auch wegrennen. Machst du richtig so, Junge. Ja, back mich weg, du scheiß Pisskolben, du! Du eierloser Hodenfotz-Kobold. Was? Wichser, du! So. Jetzt habe ich natürlich wieder eine mit. Ah, nee, warte, das hier bringt's mehr. Craften. So, fressen. Ja. Ich brauch Lurche, Mann! Ich will Lurche haben. Jeden verfickten Eingeborenen umbringen hier drin. Aber wirklich jeden. Aber rein theoretisch, so viele könnten es ja gar nicht mehr sein, oder? Ja, ist wirklich so. Also das, was wir heute geschlachtet haben, ist ja wirklich... Ja. Wo war das eingeborene Dorf, wo ich da mal 5 hatte auf einmal? Ich brauche Lurche, ich brauche verdammt nochmal Lurche. Wo sind diese Biester, wenn man sie mal braucht? Ah. Hier oben war doch noch ein Dorf oder so. Oder hier unten irgendwo. Ja, pass auf, Fallschaden noch. Ja. Ja, du sagst immer ja. So. Oh Gottchen, wo ist denn der Scheiße hier, Mann? Oh Gott. Also ich glaube, irgendwo hier haben wir auch mal einen Schalter hingesetzt, oder? Ja. Hier war es doch. Ich hab doch gewusst, dass es irgendwo hier war. Also ich kenne jemanden, der hat dieses eingeborene Dorf, da ist einer, glaube ich. Nee, ist ein Fuck. Hinter dem Stein. Nein, war nur nicht. Hat dieses eingeborene Dorf annektiert. Eingezäunt. Die haben jetzt das ganz große gemacht. So. Aber hier ist auch kein Mensch. Ja, hier ist auch keiner. Komisch. Ziemlich komisch. Da rechts? Waren das Steine oder waren das...
Leute. Warte. Ja, jetzt einen hinter dir so. Das waren Steine. Steine. Ja, ein paar Fische könnten wir auch vertragen. Was heißt denn? Wieso schwimmen denn die in der Mitte? Wieso schwimmen die in der Mitte? Dass du dich genauso doof anstellst, wie ich das letzte Mal. Wieso schwimmen die in der Mitte? Sag mir wieso, Weidel? Weiß ich nicht, weil es dort so hinprogrammiert worden. Das ist ein völliger Fail. Komm, schwimm mal an den Rand rüber. Ach so. Ah, scheiß Fische, ist mir doch egal, ey. Mann! Blöde Fische. So, also. Oh, wie ist denn das Zeug hier? So. Wo sind wir denn jetzt hin? Ganze Insel haben wir erkunden hier. Ist das Wasser da unten oder ist das... Jetzt, das ist ja voll der Fail, aber es sieht irgendwie noch geil aus. Also ich schwimme, ich höre Schrittgeräusche. Ja, das kennen wir ja jetzt lange. Alter, ich höre jetzt voll das Urwaldgeräusch. Ohne Scheiß. Mhm. Da ist auch wieder ein eingeborenes Dorf und da will ich auch hin. Dann laufe ich jetzt, damit die Energie ein bisschen, wieder ein bisschen hoch geht. Am Insel entdecken hier. Ah, hallo, Hoshis, seid ihr zu Hause? Los Hoshos. Da ist er gerade am Spielen. Er ist mit dem Lurch am Spielen. Aber Lurche sehe ich hier auch nicht. Was soll die Scheiße? Ja, jetzt so wie diese blöde Musik hier. Zeig mal die Map auf, bitte. So, also, wir schauen mal die Map an. Wo sind wir jetzt genau? Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Da sind wir, genau. Okay, kannst du die ein bisschen kleiner machen? Ja, so klein und auch wieder nicht. Das geht nicht anders. Dann schau mal, dass du den Teil hier drin hast. Sorry. Muss ich denn alles selber machen hier? So. Das will ich. Also gut. Ja, dann musst du dich mal klar ausdrücken. Hier ist so eine, warte, Zimmer. Wir sind. Hier. Jetzt sehe ich auch mal darüber. Da sind ganz viele, ganz, ganz viele Eingeborene. Da auf der Seite. Die. Was? Ja. Das ist das große Eingeborene. Echt? Echt? Ohne Scheiß? Ja. So Blödsinn. Ah, klar, ja. Glaubst du es mir, oder? Ja, ist okay. Also, wir können auch wetten. Nee. Die nächste Höhle ist auch viel zu weit entfernt. Oh, scheiße. Wo wollen wir hin, Weidel? Ich glaube mal eher da zu der Höhle 5. Waren wir da drin schon mal? Oh, was? Höhle 5? Ja. Das ist, glaube ich. Die. Du wolltest jetzt ganz sicher wieder in der Höhle gehen? Ja. Ich muss schlachten. Aha, ich zeichne mich dann wahrscheinlich eher wieder als sterben. Nee, komm, geh mal in der Höhle. Ja, genau. Was ist dieser weiße Punkt auf der Map? Das nimmt mich wunder. Wo sind wir denn jetzt? Oder? Rock Patch. Rock Patch, was heißt Rock Patch? Rocky. Rocky Patch. Ah, okay. Oh, was heißt das übersetzt?
Ich glaube, das ist ein... Patch. Keine Ahnung. Du bist ja hier da eigentlich... Ja, Rocky. Rocky heißt, heißt Berg. Rocky Patch. Ein gepatchter Berg. Ja, gehen wir da hin? Ja, hier lang, hä? Ja, etwa so. Entweder sind wir da schon, oder... Wo bin ich denn hier jetzt? Mann. Wo bin ich denn jetzt? Da ist ja ein schneebedeckter Berg oder so. Oder, Weidel? Ich glaube, das ist einfach ein schneebedeckter Berg. Ja, schauen wir mal. Wow, diese Aussicht. Und ich sehe im See da unten sehe ich meine Axt gespiegelt. Finde ich geil. Finde ich ganz geil. Ja. Hey. Hier? Nee. Hunger haben wir auch. Mann. Hast du rausgefunden, was es ist? Nein. Ich glaube, das ist der hier, der Rocky Patch. Das ist, glaube ich, der, also ein Riesenstein oder so. Okay. Gut, aber eine Höhle suche ich jetzt noch. Die fünfte Höhle. Hier ist wieder keiner von den Hoshis. Hier ist ein Toter. Hier ist noch ein Toter. Wo ist das? Ich bin im eingeborenen Dorf. Bei dir? Beim Zweier, ja. Ja, aber das ist ja da oben. Also da warst du mit Sicherheit noch nicht. Also sag mal schnell, wo muss ich hin? Geradeaus? Nee, warte. Wo muss ich denn hin? Also, das ist falsch. Das ist schon mal falsch. Also hier ist unser Seehaus. In diese Richtung ist unser Seehaus. Da muss ich schon da durch. Warte. Die Richtung ist unser Seehaus. Ja, und das ist ja da unten. Ach so, nee. Warte. Ja, eben, dann muss ich ja hier lang. Hier so in die Richtung. Ja, gehen wir mal hier, der Rocky Patch. Wir haben jetzt gerade auf der Map so einen weißen Fleck entdeckt und wollen dann mal sehen, was das genau ist. Schnauf dann nicht mehr so rum. So. Snack für unterwegs. Ich glaube, das ist ein Andenken oder so. So ein Scheiß da. Und mal, da ist wieder ein kleiner Orientierungspunkt davon. Gehen wir da bitte hin. So, da ist ein kleiner Tümpel. Wo soll der das Tümpel ist sein? Das ist aber nicht der Tümpel, oder? Nein. Nicht. Warte, ist hier ein heiliger Baum in der Nähe? Nee. Ist hier kein heiliger Baum. Ich laufe einfach mal in die Richtung weiter. Einfach mal in die Richtung weiterlaufen. Ist auch wieder ein Tümpel. Hier ist auch ein Tümpel. Hier ist eine Höhle. Das ist, glaube ich, die. Das ist die 4? Ja, ich glaube.
Gehen wir mal rein. Alter, nee, nee, das ist die Höhle. Nee. Da packst du eh wieder ja, das eben. Das ist. Eben. Ja. Du, so. Du legst es drauf an, wieder zu sterben, ne? Nee, ich würde dich ja nicht nur in der Falle locken. Also, da, wenn das die 4 ist, dann muss ich ein bisschen so in die Richtung gehen. So. Ja, da kommst du ja zum Wasser. Jetzt kommst du hier runter. Mhm. Also bin ich beim Wasser. Da muss ich ja hier durch jetzt. Aber hier ist ein Strand. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt bist du auf der anderen Seite. Jetzt. Alter! Ja, jetzt bist du da beim Anker. Ja, jetzt da bin ich... Bist du. Also war es eine von denen. Die zwei. Zwei. Dann kann ich ja bei der 1 lernen, weil ich weiß, wo der Eingang bei der 1... Ah, okay. Ja, nee, aber... In die sind wir doch vorhin genau schon reingegangen. Dann sind wir gar nicht in die neuen Höhlen, sondern in eine alte. Ach, von einer anderen Perspektive aus. Ja, vielleicht haben sie die Eingänge wieder verbessert. Mhm. Ich kann nicht mehr mit der Maus... Ah doch, jetzt geht's wieder. Also... Wenn hier der Anker ist, dann muss ich eigentlich genau so querfeld ein. Dann habe ich's. Schnell was mitnehmen. Gut. Blinkploing! Wo blinkploing? Ach nee! Immer ich! Du wolltest doch was zum Kloppen haben! So, hier, hast du was zum Kloppen. Oh, der kommt perfekt, der kommt perfekt. Scheiße. Nur einen. Nur einen? Na gut. Geronimo! Oh, ja. Das ist ja lame, Alter. Oh, ich finde das geil. Schön mal die Fresse rein. Ja, Mann. Bleib in der Luft hängen. Ist okay. Fick dich doch! Oh. Hallo Mäuschen. Gib Küsschen. Auf sowas stehst du wieder, ne? Nee. Boah, jetzt hast du richtig die Zunge gesehen. Alter, die sollte mal Zähne putzen, ey. Die sollte mal richtig mal die Zähne putzen. Ja, Schatzi, hast du gehört, ha? Kriegst du so einen Kurs von mir, wenn du Zähne putzt. Dass du einen Pfeil in den Arsch kriegst, du. So. Ja, ja, eben. Tut dir ja gut hier. Willst den Pfeil kannst du wieder mitnehmen, ne? Ja, ich weiß. So, willst du noch einen? Oh, so geil. Na, stehst du auf Essendam, ha? So. Oh nee, jetzt habe ich sie umgebracht. Und in den Stein reingepackt. Oh, schade, Schatzi. Wir hatten uns doch so lieb. So eine schöne Zeit miteinander. Behandelst du Frauen immer so? Nee. Ja, wo wollten wir nochmal hin? Ja, gut. Weißt du was? 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 Nein, ich weiß es nicht. Ich aber. Ich weiß es. Komm hier. Schwanzkick. Da wir ja etwas, also jetzt knapp vorm Folgenende sind, würde ich mal sagen... Weidel, Raches, Blutwurst. Du weißt, dass da Haie sind. Ist mir schon klar. Warum provozierst du, dass du jetzt gefressen wirst? So, also, ich verabschiede mich aus dem Wasser für diese Folge in den Sternenhimmel raus und den schönen Mond, der hier auf wunderschön liegt und ja... Vielleicht kommen noch ein paar Eingeborene in der Aufnahmepause, damit der Weidel auch mal richtig in der Scheiße sitzt. Genau. Also, ciao, ciao. Ciao.